Programm ist natürlich groß. Nie schlechter als 10. bisher in dieser Saison, dass neuem Material unterwegs ist. Rennchef Walter Reusser ist aber sehr zufrieden, wie das schon läuft mit dem Setup. Überall in jeder Disziplin ist sie dabei und es fehlt nur sehr wenig, jeweils bis aufs Podest. Ja, und sie ist richtig hungrig aufs Podest. Und für sie wäre es natürlich doppelt so gut, wenn sie heute das könnte anpeilen. Verliert oben zu viel. Aber jetzt muss sie aufpassen mit ihrem Fahrstil. Dreimal ist sie jetzt tief hineingefokert. Es gibt dann zu viel Energie auf das Ski-Ende. Es jagt einem dann richtig raus. Da nochmal, nein, das ist nicht gut. Jetzt verliert sie ja Tempo, weil da ist ein kleiner Boden. Ja, das Setup muss jetzt auch wieder angepasst werden, natürlich für diese Verhältnisse. Und sie vielleicht auch ihren Fahrstil ein bisschen anpassen. Das heisst, bei jedem speziell, sie müssen mehr nach vorne kommen, mehr Druck über die Schaufeln aufbauen. Also es wird viel verlangt von den Athletinnen in diesen Tagen. Lake Louise, ganz andere Bedingungen, Speed-Disziplinen, dann rein ins Flugzeug, nach Europa fliegen und jetzt in Ore geht es gleich weiter. Rebensburg ein bisschen ähnlich wie Lara Gut mit der Umstellung. Und das ist auch ein Grund zum Beispiel, das ganze Training und Einfahren, das wir heute Morgen hatten, das war in einem anderen Gebiet, wir sind hin und her geschöpft.